Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Folge zum Let's Play von Sniper Elite 4. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Wir müssen ja jetzt noch Kessler entführen und ein weiteres Geschütz ausschalten, aber in erster Linie kümmern wir uns jetzt erstmal um den anderen Panzer, der hier irgendwo durch die Gegend tuckert. Das ist der nicht, da hinten ist der. Ah nein, das ist das Panzerfahrzeug. Der Spähwagen. Gut, den können wir auch außer Gefecht setzen. Oh, Munition. Oh, TNT und eine... Oh nein, oh nein, 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 nein. So, terminiert. Jetzt kommt natürlich der Panzer. So, das Halbkettenfahrzeug ist dann mal Geschichte. Wir ziehen uns jetzt erstmal taktisch zurück. Weil ich weiß nicht, ob die Soldaten jetzt angerannt kommen oder nicht. Oh, noch eine Notiz. Liebe Bruna, ich kann es kaum erwarten, zu dir nach Gemünden zurückzukommen. Ich liebe dich so sehr. Du bist mein Ein und Alles. In ewiger Liebe, Helmut. Ja, Helmut. Ich glaube, das wird wohl nichts mehr. So, da guckt der Panzer rum. So, hier irgendwo haben wir noch einen Soldaten. Ah, da ist er, ja. Dann warten wir mal, bis das Geschütz nachgeladen hat. Und natürlich, wie wir alle wissen, wird er sich genau in dem Moment bewegen. Da komm. Sehr schön, Schuss übertönt, ein Deutscher weniger. So, dann holen wir uns jetzt mal noch den anderen Panzer vor. Ah, da hinten haben wir noch einen Deutschen. Schauen wir mal, ob wir ihn sehen. Ah, da läuft er, glaube ich, schon. Da oben steht, glaube ich, noch einer. Hat die Drecksau Glück. Aber das finde ich auch cool gemacht, dass die bei nicht genauen Treffern der Helm einfach nur wegfliegt. Das ist auch noch sehr geil. Für mich zwar nicht, aber ist doch ein wenig realistischer. Wo ist er denn? Zumindest hat er mich nicht gehört. Oh, der Panzer. Hm.
Was ist denn das? Oh, sieht beinahe auch aus wie ein Radargerät. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal vornehmen, bevor wir zu Kessler gehen. Das hätte ich beinahe übersehen. Oder besser gesagt, wie ein Beobachtungsposten. Ah, da bist du ja. Es bleibt genau da. Was natürlich immer wieder interessant ist, auf was schießen die Deutschen eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Und was natürlich noch interessanter ist, was explodiert hier im Hintergrund immer? Das Geschütz ist es nicht, aber was ist es denn? Der Panzer fährt hier Amok. Oh. Ich wollte gar nicht den Stein. Wie sie immer alle so schön angelaufen kommen, wenn man pfeift. So, was hast du dabei, mein Freund? So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Panzer. Ich versuche mal den Fahrer zu treffen, das wäre natürlich einfach, dann könnte ich mich von hinten ranschleichen. So viel zu dem Thema. Telamin 2 Stück, die müssten eigentlich reichen. Wir wissen jetzt ungefähr, wo er steht. Und werden jetzt natürlich versuchen. Ihn zu sprengen. Ja, den Bunker. So, ich gehe mal davon aus, dass Kessler hier drin irgendwo ist. Aber wie gesagt, wir erkunden erstmal noch die Karte ein wenig. Und jo. So, der Panzer wäre dann auch mal futsch. Oh, wir kriegen Besuch. Diesmal jage ich das Geschütz mit Absicht nicht in die Luft, weil es könnte mir noch ziemlich nützlich sein. So. Oh, noch eine Notiz. Und ein Scharfschützenbericht. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Na, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Was haben wir denn hier in Scharfschützenberichten? Anzahl Abschütze 17. Ort Küstenstandort Magazzeno. Fischerboot mit 4 Männern erspäht. Das Boot war nicht in der Lage, sich zu Oberleutnant Sturms Zufriedenheit zu identifizieren. Konnte kein Patrouillenboot erübrigen, also fiel es mir zu, mich der Sache anzunehmen. Um Munition zu sparen, nahm ich direkt den Treibstofftank des Bootes ins Visier. Die resultierende Explosion brachte mir spontanen Applaus der Truppe ein. Sogar von Leon.
und noch ein Zettel. Liebes Tagebuch, ich habe ihn dabei beobachtet, wie er sich von hinten angeschlichen und ihm einen Stoß verpasst hat. Der Junge wusste nicht, wie ihm geschah. Danach lief er runter zu seiner Leiche, wollte wohl auf Nummer sicher gehen. Er nahm etwas an sich und kam wieder rauf. Da habe ich das Interesse verloren. Hat sich vermutlich in seinem kleinen Versteck verkrochen, dieser eingestürzte Lagerraum. Glaubt, ich wüsste nicht davon. Es ist hinter den Kisten und Büschen in der Höhle. Idiot, das war's also. Ist auch besser so. Hinter den Kisten. In der Höhle. Da muss ich mal schauen, wo das ist. Ah, hier haben wir auch noch eine Flak. Und da oben guckt auch noch ein Panzer rum. Aber warum? Muss ich da noch hoch? Oh, wie ich es hasse, Minen. Ah, erstmal gehen wir. Ah, ich glaube, wir müssen da lang. Ah, ich hätte gedacht, ich komme vorbei. Das ist schon mal schlecht. Sehr schlecht. Habe ich jetzt, muss ich jetzt wieder alles einsammeln? Oh, hoffentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur zu dem. Ah, da komme ich durch. Okay, dann hat sich das schon mal. Ah, ist aber alles eingesammelt. Das ist schon mal sehr gut. Ah, hier komme ich natürlich nicht durch. Das ist. Muss ich die vielleicht in die Luft sprengen? Dafür brauche ich natürlich keine Unterschallmunition. Was ist denn das? Oh, es war knapp. Oh. Das war dumm. Oh Mensch, warum kann man denn nicht einfach vorbeigehen? Zum zweiten Mal auf so eine scheiß Mine getreten. Das kotzt mich jetzt an. Aber ich kann sie doch von hier auch nicht, oder? Eieieiei. Es fängt schon gut an, ich muss sagen. Hut ab. Das ganze Level einwandfrei geklappt. Oh, leck mich am Arsch. Wo ist die Mine? Ah, das hier. Oh, noch ein Scharfschützenbericht. Anzahl Abschüsse 14. Küstenstandort Magazzeno. Es ist mir gelungen, zwei Aufständische mit einer Kugel niederzustrecken. Einer tot, der zweite im Brustkorb verwundet. Was das nachfolgende Verhör schwierig macht. Das ist natürlich ein Argument. Aber das bringt mich jetzt eigentlich nicht dahin, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich zu der Abhörvorrichtung da oben. Komme ich da nicht hoch? Das ist schade. Das ist sehr schade. Na ja, gut. Ich komme hier nicht weg. Oh, wie komme ich zu dem... Ah, gut. Da muss ich wahrscheinlich da lang flüchten. Das ergibt natürlich Sinn. Das hat natürlich wieder keiner mitbekommen. So. Da hinten ist noch einer.
Lars, du hast es immer wieder drauf. Immer wieder herrlich, dein Versagen mit anzusehen. Oh, scheiß der Hund drauf. Und ciao. Die Scharfschützen kümmern wir uns um, die Leute kümmern wir uns so. So, den ersten haben wir. Der zweite hat es eigentlich noch gar nicht so mitbekommen anscheinend. Oh. Hat er nicht hier irgendwo gesessen? Och, die elende Drecksau, das gibt's doch nicht. Alter, hat der ein Glück? Oh, ein Glückskind. So, vielleicht fliegen jetzt gerade alle in die Luft. Das wäre natürlich sehr vorteilhaft. Oh, einwandfrei. Upala. Haben wir hier noch was? Oh, hier kommt man gar nicht rein. Warum geht es hier die Treppe? Ach, total sinnlos. So, dann schauen wir jetzt mal bei unserem Herrn Kessler vorbei. Und dann haben wir die Mission auch endlich schon geschafft. Gehen wir mal noch hier hoch. Ah, hier haben wir auch noch eine Flak. Die werden wir auch noch sprengen. Und dann haben wir erstmal Ruhe. Oh, ein Bericht, oder? Nein. Oh, eine Munitionskiste. Jetzt kriege ich die ganze Unterschallmunition. So, ich gehe mal davon aus, dass hier Kessler ist. Andreas Kessler. Wer zum Teufel sind Sie? Sie kommen mit mir. Was ist los? Der betrunkene Kessler. Die OSS hält Sie für ziemlich wertvoll. Ich hoffe, die haben recht.
Wer ist dieser Böhm überhaupt? Na los, aufgewacht. Schön vorsichtig, Professor. Natürlich. Wieso sollte er auch auf die Idee kommen, von dem Laster zu springen und zu flüchten? Aber okay, uns soll es nicht stören. 84%, damit kann ich leben. Kessler. Ich habe Andreas Kessler, den berüchtigten Raketenwissenschaftler der Nazis, am Küstenstandort Magazzeno gefunden und von dort weggebracht. Ganz gleich, was ich von ihm halten mag, der Mann ist eindeutig ein Genie. Die Alliierten sind der Meinung, seine Erkenntnisse könnten von entscheidendem Vorteil für die Kriegsanstrengungen sein und darüber hinaus. Optionale Ziele alles freigeschaltet, Kills 111, Geistkills 74, Kopftreffer 56, Genauigkeit 70%, das geht eigentlich noch. Und dann schauen wir jetzt mal weiter, was uns erwartet. Wir haben das Level geschafft, sehr geil. Jetzt bin ich gespannt. Villa Giovi Fiorini. Die Partisanen unternehmen einen Großangriff auf Giovi Fiorini, die Basis von Major Klaus Rothbauer. Er ist eine Leitfigur der dortigen Nazi-Prominenz und enger Vertrauter Böhms. Das OSS glaubt, er verfüge über wichtige Informationen zu Böhms Plänen für neue Raketen. Besorge die Informationen und kümmere dich um Rothbauer. Unterstütze außerdem die Partisanen bei ihrem Angriff, bevor es zu spät ist. Oh, hoffentlich habe ich jetzt mal Verbündete. Da freue ich mich echt drauf. Das kommt ja nicht allzu oft vor. Mal so ein Großangriff wäre echt was Geiles. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. So. Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen? Kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Er mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! So. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und würde behaupten, er hat mit den Nazis zusammengearbeitet, deshalb auch ihre Reaktion. So.
können uns mit jedem unterhalten, das werden wir jetzt wie immer natürlich tun. Karl, die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. Aha. Töte Rotbauer, finde heraus, was Rotbauer versteckt. Und was meinst du, mein Freund? Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Es wird immer interessanter. Ich bin echt mal auf den Großangriff gespannt. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Aha, das ist natürlich eine krasse Wendung jetzt. Ich bin echt auf das Ende jetzt gespannt von dem Spiel. Weil eigentlich ist ja alles bis jetzt von den Nazis genauso geplant gewesen. Also das wird natürlich echt krass. Wo ist jetzt nochmal die Funkschüssel? Ah. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Abverstanden. Das ist schon mal cool, gut. Abfangen kann ich gut, solange ich es nicht retten muss. Wir alle erinnern uns noch an das Fiasko mit der Kunst. Oh, das ist ein gutes Stück Käse. Ja, also haben die Nazis die Partisanen in eine Falle gelockt. Das war natürlich eigentlich ein brillanter Plan. Oh je. So, aber mit der nächsten Folge, beziehungsweise mit der jetzigen Mission, werden wir weitermachen. Bei der nächsten Folge, weil die Zeit jetzt rum ist. Und hier anscheinend sehr viel auf uns wartet. Schauen wir jetzt mal noch kurz um. Finde heraus, was Rotbauer versteckt. Töten den Scharfschützen. Scharfschützen töten. Finde die
Finde die Route des Propaganda-LKWs heraus. Zerstöre die Lagerstätten. Was haben wir hier? Die Lagerstätten. Und die Lagerstätten. Was haben wir hier? Töte Rotbauer. Ich gehe mal davon aus, dass ich Rotbauer dann ganz zum Schluss töten werde. Das macht eigentlich am meisten Sinn. So. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Haltet euch munter und bis dann. Ciao, ciao.